gemeldet hier von der JU, weil wir darauf aufmerksam machen wollen, dass die Frau Kraft extrem generationenungerechte Politik macht. Die Frau Kraft gibt, da ist sie ja gerade, sie wirft schon wieder mit Geld um sich, die Kraft, das ist Wahnsinn. Sie ist die Schuldenkönigin Deutschlands, gibt jedes Jahr 4,5 Milliarden mehr aus, als sie einnimmt. Wir in Bayern, wir legen 1 Milliarde zurück, wir zahlen unsere Schulden ab und wir sind da wirklich einfach Vorbild und deshalb haben wir der Frau Kraft hier mal einfach eine schöne Vorbildfunktion hergestellt hier in Bayern, damit sie sieht, dass wie gute Wirtschaftspolitik, wie gute Finanzpolitik funktioniert. Aber wir müssen jetzt los, weil wir müssen die Krafttaler unter das Volk bringen. Es sind zwar nicht viele da, aber wir wollen wenigstens, dass jeder was davon hat. Kraft hat leider wieder mal die Augen vor ihren Problemen verschlossen. Sie ist durch den Seiteneingang gegangen, statt hier vorne durch den Haupteingang, wo der Schuldenberg ist. Vielleicht passt es ganz gut zur SPD. Der Seiteneingang, so ein kleiner Eingang, ist für die auch, glaube ich, eher angemessen. Und Frau Kraft hat Aufenthaltszeit nur 2 Stunden, wie wir hier sehen können, und auch bloß werktags, weil am Wochenende wollen wir unsere Ruhe haben vor einer Frau, die nur Staatsschulden neu produziert. Und deshalb werden wir weiterkämpfen für generationengerechte Politik, auch in Zukunft.